Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Crossout. Hier sind wir wieder immer noch mit diesem komischen Klotz, den ich vorne was angebaut habe. So, und jetzt wollen wir doch mal zur Sache kommen, bitte. Denn ich müsste jetzt die Truck-Kabine herstellen können. Will ich die denn herstellen? Die ist halt ziemlich hoch, ne? Aber die hat halt 11. Jetzt müsste ich nur mal bei den anderen Typen gucken, ob die auch was haben. Ja, Buggy-Kabine. Die hat ja nur 9 Punkte. Truck-Kabine hat 11 Punkte. Alles doch Rotz. Das will ich nicht. Moment, Faction. Ich gucke schon noch bei denen nach. Das habe ich schon. Und bei den Nomads. Haben die für eine... Was ist das für ein Teil? 10. Das ist natürlich flach, das Dingen. Masslimit, also Massenlimit hat die 9000, wiegt aber selber 4500. Hoch. Und was ist bei uns? Bei mir, bei den Scavengern. Sag mal her, wie viel hat der denn? Der hat selber. Quatsch. Der Teil hier. Doch. Das Ding hat selber 10 Tonnen, kann aber 20 Tonnen tragen. Das bauen wir jetzt. Los! Bauen, bauen. Build. Need a Workbench. Ja, dann gib her die Workbench. Yes, will ich haben. So, jetzt habe ich die Workbench. Jetzt build das Teil da mal endlich. Yep. Do you really want? Ja, ja, natürlich will ich. Some parts are mounted on vehicle. What? Oh, fucking. Ja, wieso denn das? Ach, diese blöde VW-Kabine da. Die müsste ich dann nochmal basteln. Oder ich fahre mir schnell eine zusammen. Wir fahren uns schnell eine zusammen. So, wo geht denn die blöde Kabine? Wo gibt's die denn? Hier unten, bei Reifen. Pass auf, wir fahren eine Runde, dann habe ich die. Ein bisschen Glück. Ist doch ein Mist. Ja, und das ist das Problem hier, ne? Ihr müsst, oh, hat natürlich gerade angefangen. Jetzt leckt mich doch am Hof. Zurück zur Garage. Das Ding ausgebaut. So, tatsächlich. Wir bauen jetzt das Ding in. Scheißegal. So, Bild. Yes, will ich. Bin ich. Ach, verdammt. Das dauert jetzt 15 Minuten. Finish kostet zwei Münzen, na, shit drauf. Wir machen jetzt Finish. So. Super. Jetzt Finish your order. New parts ready. Tötrö. Das bedeutet, wir können uns jetzt was bauen. Wir bauen uns was, blöde Fahrerkabine. Bauen. So, jetzt sind wir mal gespannt, wo das Ding hinpasst. Jetzt müssen wir meinen ganzen Mist hier abroppen. Ding, dick. Klodeckel weg. Bin gespannt. Wo ist das Teil? Da ist es. Wow. Boah. Das ist aber auch ein Gerät. Leck mich. Was ist das denn für ein Ding? Ja, ich kann nicht. Okay, Moment. Wir brauchen mehr Platz. Der macht den ganzen Mist hier weg. Komm, wir machen mal alles ab. So. Das muss ja jetzt gehen. Yep. Ist das ein Teil? Also drei müssten reichen, ne? Da brauche ich doch nicht vorne, das brauche ich doch hinten hin. Ja, klar. Hier kann ich hinten dann noch was anbauen. Und machen einfach mal diesen hier. Bye bye. Das ist natürlich auch ein krasses Teil. Extrem breit. Quer, Reifen. Quer, ihr Mist.
Ja, andere Seite auch. Reifen. Probefahrt. Ich möchte nur Probe fahren. Geht doch. Ja, kein Problem. Na, Schaden kann ich mir natürlich jetzt nicht. Kann höchstens rammen. Es gibt sogar Schaden, wenn ich damit einen ramme. Bei jedem Ticker. Oh. Okay. So weit, so gut. Kann man jetzt hier hinten was ankleben? Ja, jetzt ist natürlich wieder Bastelstunde angesagt. Zeig mir her, kann ich das doofe Teil hier hinten ankleben? Naja, ich kann hier hinten zu. Gut, dann kleben. Ich will. Auch an den Seiten. Verkehr. Ja. Komm mal. Also, stellen wir da hin. Oben mal so ein Fender. Wo sind die Dinger? Da. Ja, sehr geil, muss ich sagen. Sehr gut. So, jetzt natürlich die Frage, jetzt müssen wir irgendwas aufbauen, wo wir da die Knarre drauf tun. Und was für eine Knarre? Am besten dicke Geschütz oder viele kleine Kanonen. Wir können jetzt tatsächlich viele kleine Kanonen hinstellen. Wir können 5 Stück hinstellen oder sogar 6. Ne, 2,5 Stück können wir hinstellen und dann noch hier die Wappenradiator hier blub, mit dem Weapon Overheat können wir machen. Okay, dann fangen wir mal an. Wir brauchen hier irgendwas Flaches. Ich muss die oder alle in eine Seite aufbauen quasi. Was flaches, stabiles brauchen wir jetzt. Van Bumper. Bridge Punkte bringt die. Hier. Leck mich. 155 Score, siehst du? Deswegen komme ich auch so hoch. Die muss ich hinten irgendwo ankleben. Hier, gib mir mal das Teil hier. Dreh mal um. Unten kommt hier dran. Ist nicht übel, wenn die Achse hier frei liegt. Jetzt nicht mehr. Seht ihr? Ganz also. Teil dahin machen. Wie viel Struktur hat das? 51 Struktur, ist doch gut. Zack, können wir die nächsten noch ankleben. Na klar. Klebe ich alles voller Stoßstangen. Das ist das Ding ziemlich geschützt. Nee, das ist Mist. Wartet, wo ist denn der schmale Flug? So. Wir können das Ganze auch anders machen. Kleben das hier nach oben hin. Das kleben wir hier hin. So. Da rammen wir wenigstens noch was damit. Okay. Jetzt brauchen wir natürlich immer noch irgendwas Flaches. Diese Rahmen, die kann ich nur wirklich auf den Boden legen. Ne? Da kann ich nicht noch einen oben drauf legen. Wie breit diese Scheißkiste ist. Halleluja. Ja, das ist natürlich jetzt das Problem. Schade ist, dass keine weiteren Missionen dazu gekommen sind. Hier sind immer noch die Opels-Dinger. Da kannst du nur von dem Medium-Raider kannst du was machen. Da musstest du sonst, müsstest du die Räder bauen. Da finde ich ein bisschen krass. Ja, also, dass wenn du hier wenn müsste ich ja Räder herstellen. Ja, das könnte ich hier als Engineer, ja. Großes Rad herstellen, da brauche ich auch 30 Kupfer für. Also müsste ich Kupfer farmen ohne Ende. Und jedes Mal Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und an Geld kommst du nicht vernünftig, außer die Mission, dafür müsste ich dich ausrüsten. Ich glaube, ja, ist gar nicht so einfach.
Wäre schön, wenn sie da noch ein paar Missionen hinzufügen könnten. Ja, ich glaube, darüber sind sie auch schwerst am Meckern. 22 Struktur. 22 bisschen. Knappig. Was hat das Teil hier? 17. Supi. Ja, das kann ich da hinkleben, aber da kann ich nichts drauf bauen. Ja, ne, wir müssen erstmal was haben, wo wir dran kleben können. Hier, Metallbox. Kann ich hier hinstellen? Kann ich. So, wenn ich die. Ach Mann! Jetzt nehmen wir das Teil hier. Das ist doch schon prima. Jetzt den Kotflügel noch an der Seite kleben. Dann wäre ich zufrieden. Ja, setze das Rad ein zurück. Ach, ist shit egal, das ist nur Grafik. So, das sieht ja schon mal ganz gut aus. Würde ich sagen. Immer noch so ein Teil. Wupp. Bam. Hier kommen jetzt die Knarren drauf. Natürlich ist das nicht besonders gut geschützt hier. Da könnten wir noch was dran kleben. Noch mehr von den Dingern. Machen wir auch. Das geht schon mal nicht, wegen dem Rad. Was soll denn der Quatsch? Mach da hin, alles klar. So, wut, wut. Geht wieder nicht, da könnte ich platzen. Warum geht das nicht? Warum geht dieses Scheißrad nicht in die vernünftige Aussparung rein da? Da geht's doch auch. Wieso hier nicht? Ist doch für den Allerwertesten. Manchmal muss ich mich wieder aufregen oder was? Ja, der nimmt das nicht. Ich kann das Rad jetzt hier abstellen. Voll der Scheiß. Gib mir den Müll. Mach Platz. Also in der Theorie. Das geht. Aber noch ein dran geht nicht. Kannst nur hin machen. Ja, so ist doch scheiße, oder? Dann muss ich den so hin machen. Das ist ja wieder zu hoch. Wer will das? Wer will das haben? Zu hoch. Ist noch höher. Guck dir den Kack an. Oh, und hier ist echt noch Platz an der Seite. Da kann man volle Kanne reinballern. Ne, da müsste ich dann hier diese Klodeckel dran kleben. Da haben wir Klodeckel. Aber die sind gut, die Teile. Die halten nämlich richtig gut aus. So, und jetzt müssen hier irgendwo die Knarren ja noch drauf. Zwar jede Menge. Naja. Nummer 1. Wie kriege ich die da dran? Die ganzen Knarren. Ach, ein Rad müsste ich auch noch dran machen. So. Oder ich baue die Kiste breiter. Breiter bin ich ein besseres Ziel. Dann müsste ich ja bescheuert sein. Obwohl, ist natürlich nicht unbedingt das Schmalste hier. Ich muss sagen, der Teil liegt ja halb in der Luft. Weiß es nicht. Mehr Knarren. Knarre jetzt hier drauf stelle, ist natürlich übel, ne? Ist er dann ruckizucki weggeballert, eventuell. Nicht eventuell, unter Garantie. Hier oben. Da die ganzen Knarren postieren. Tja. Das ist eine gute Frage. T.
Ja, ihr seht mich jetzt schon außer Stande überhaupt hier irgendwas zu basteln. Das will ich natürlich perfekt machen. So geht das nicht. Das ist mir alles zu billig. Zu schlecht. Habe ich denn noch? Was war denn noch hier? Was haben wir denn noch Neues dazu gekriegt? Hier diese Klodecke. 11 Punkte, kannst vergessen. Die Planke kannst vergessen. Das wird gut, weil wir dann Metallkasten. Die Dinger, Metallkasten, da. Der ist gut. Der ist schön. Da kann man was draufstellen. Da kann er nicht für oben volle Pulle rein. Brezeln. An für sich müsste ein höher stehen, ne? Mensch, besser. Ich baue einfach 5 Knarren ran und fertig. Und dann fahren wir. So einfach ist, sieht das aus. Rums. Rums. Eine klebe ich noch hier irgendwo dran. Was weiß ich denn? Herrlich. Herrlich. Erstklassig. Schottisch. Wir können die Knarre in der Luft schweben. Da ist zu tief. Warte mal. Immer den Müll der Dinge hierher. Hier reinlegen. Nee, kann ich nicht. Da kann ich reinlegen. Wunderbar. Kann ich jetzt noch schießen? Könnte ich, ne? Mau, komm her. Hep. 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 Mach mal Platz da. Das geht nicht doch. Geht doch. Wusste ich doch. So. So, Nummer 1. Direkt ineinander geht nicht. Nummer 2. Hep, hep. Hep, 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 hep. Hep. Rums. Hände mit. Da lag Licken da unten drauf. Unten. Oh, no. Was ist die Mitte? Du doof Kopf. So. Da der Klodeckel dran. Ja. Das finde ich sieht schon besser aus. Hep, so. Knarre. What? Da steht da eine. Du musst noch einen höher stehen, müsste die jetzt. Machen wir auch. Machen wir. Machen das Scheißding noch einen höher. Natürlich steht das auf dem Otwin den Rotz drauf. Da hab ich nicht so gern. Aber egal. Machen wir das jetzt. So. Hep. Hep. Und du Ding in der Mitte. Hep. Okay. Okay. Fass? Wo ist das Fass? Quatsch, da war es doch. War hier irgendwo. Ich habe es gesehen, das Fass. Das Fass, das Fass, das Fass. Nein, nicht das volle, das halbe. Da. Zack. Umdrehen, umdrehen. Ums. Das sieht wirklich ganz gut aus. Kann nicht sein, dass ich mal was Gutes baue.
Gibt's doch gar nicht. So, zack, zack. Flop. Klodeckel draufkleben. Wo ist der hier? Aber der viereckige. Bam. Wunderbärchen. Hier, das ist eh nur... ja. Hier, 44 Powerpunkte. Rums. Rums. Oh. Was wir jetzt natürlich noch nicht drin haben, ist die Beschleunigungskiste. Das ist große Scheiße. Hätte ich ja gerne noch irgendwie unten eingebaut. Kann ich nicht einfach hier hinten dran kleben. Dann habe ich halt weniger... Falls es schief gehen sollte. Nicht so, wenn so. Klebst du mal so mit dran. So, yep. Na, ist doch prima. Oder, naja. Naja. Radio will ich auch haben. Das kannst du hier hinlegen. Yep. Legen. Leg es hin. Sollst du hinlegen, du Depp. Hinter die Kanone. Hinter die Kanone. Wie, Maximum? Nein, ich habe Maximum erreicht. Jetzt schon? Das ist schlecht. Wieso denn? Ach, weil die da rumstehen, die Teile. Hep, hep, hör damit. So. Wenn ich jetzt Radio einbaue, kann ich meine zwei Dinge nicht mehr ankleben. Da ist das Radio. Oder wir bekleben hier nur einen dran. Aber ich habe fast 3000 Power. Ich brauche 3000 Power, sehe ich gerade. Leute. 2933 Power. Wie viel Power bringt das Radio? 30. Statt entferne. Das ist ganz knapp, dass es nicht reicht. Da müssen wir uns das einfallen lassen. Das muss reichen. 17 Powerpoints, das hier muss weg. Komm mal her. Hep, hep. Ah, da. Ich hab da was gesehen, Wo sind die Blechdinger? Die hier geben nämlich gut Power. Da, 44. Mit oben angeklebt, das spielt keine Rolle wohin. Nein. Ist ja nur. Buff, buff. Ein Teil kann ich noch ankleben. Ich kann meinen Code viel wieder ankleben, damit ich habe ich 3000. Yes! 3008! So! Sehr geil! Jetzt machen wir erstmal eine Probefahrt mit dem Ding hier. Test Drive. Wow. Fünf Knarren. Ja, ist doch gut. Was jetzt passiert? Lol. Ich hab den Typ berührt, mein Rad ist abgefallen. Das kann ich nicht angehen. Komm her. Oh, das sieht aber sehr anfällig aus. Im Rad da. Leicht. Dann müssen wir mal kurz ändern. Das kann nicht sein. Das ist scheiße. Oh nein. Geht aber nicht anders. Bleibt so.
Probefahrt. Vielmehr, scheißegal, Battle. Und zwar Raid, und zwar den hier. 3000 PS, 25 Pieces. Ja, das brauche ich doch auf jeden Fall. Hau rein, dann fangen wir jetzt an. Aber das wird bestimmt heftig schwer. Da bin ich mal gespannt. Neue Karre und normale Defense. Bin mir echt gespannt, was draus wird. Oh ne, Leute, sorry. Sorry, ich sehe schon. Die Folge ist jetzt schon 25 Minuten lang. Wenn wir das jetzt immer noch machen, dauert immer noch 5 Stunden, bin ich für 3 Stunden, ist viel zu lange. Okay, sorry Leute, dann machen wir hier einen Schnitt. Ja, hier ist Schluss und beim nächsten Mal werden wir hier anknüpfen, ja. In diesem Sinne, ja, ihr seid bestimmt gespannt. Ich nehme mich auch. Habe die Ehre. Tschüss.